Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit, machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr, schon ist nahe der Herr. Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche Klausen. Ich begrüße Sie heute hier aus unserer Kirche am ersten Advent. Ja, dieses Jahr ist der Advent wirklich eine besondere Zeit. Alles ist anders und es ist eine ganz andere Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Feste, auf das Fest der Geburt Christi, wie wir es gewohnt sind. Und dennoch, es gilt dasselbe, was für alle Adventszeiten gilt. Das, was eben im Lied angesprochen wurde, machet dem Herrn die Wege bereit. Wir sollen dem Herrn die Wege bereit machen, wir sollen die Wege des Herrn gehen, Wege des Mutes und der Hoffnung, des Vertrauens und der Zuversicht. Und wir sollen Licht in der Dunkelheit sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Adventszeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einen frohen und gesegneten ersten Advent gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.